Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich mal über die Promotion reden. Ich bin nämlich gerade dabei, meine Promotion abzuschließen in den Niederlanden und möchte jetzt mal auf die vergangenen 4 Jahre reflektieren und euch, wenn ihr vor derselben Entscheidung steht, möchte ich promovieren oder möchte ich nach meinem Master einfach ins Berufsleben einsteigen. Ja, dazu möchte ich euch einfach ein paar Überlegungen mit auf den Weg geben, die euch vielleicht bei der Entscheidung helfen können. Vorneweg, wie gerade gesagt, ich promoviere in den Niederlanden, wo die Strukturen in der Wissenschaft etwas anders sind als in Deutschland, aber die grundlegenden Mechanismen und Patterns, sagen wir mal, sind eigentlich mehr oder weniger die gleichen. Ich habe ja auch Freunde, die in Deutschland promovieren, von denen ich das alles mitbekomme. Ich bin sehr aktiv auf Twitter in der deutschen akademischen Szene. Das heißt, ja, obwohl meine Erfahrungen da doch etwas anders sind, kann ich euch, glaube ich, trotzdem sehr gut helfen. Zunächst einmal war es bei mir so, als ich mir überlegt habe, was möchte ich nach meinem Master machen, irgendwie so, dass ich Forschung total super fand. Ich wollte mich unbedingt weiter in Forschungsmethoden vertiefen und dachte halt, die Promotion ist der beste Weg, das zu lernen. Das stimmt nicht unbedingt. Ihr könnt zum Beispiel auch, wenn ihr Statistik mögt, einfach bei DStatis anfangen, also beim Deutschen Statistikamt, wo ihr quasi auch Forschung lernen könnt, ohne dass ihr eine Promotion innerhalb der Wissenschaft macht, also an einer Universität macht. Das war mir damals nicht so bewusst, dass es auch eben Berufe gibt, wo man auch forschen kann und forschen lernen kann, ohne dass man an einer Universität angestellt ist und eine Promotion macht. Das nur vorneweg. Ich glaube nämlich, dass das der Impetus für die meisten von euch ist, um mit dem Gedanken zu spielen, zu promovieren. Man findet Forschung ganz toll. Aber eben deshalb vorneweg, Forschung wird nicht nur an Universitäten betrieben. Aber vielleicht ist es auch euer Ziel, Professor zu werden oder Professorin zu werden. Vielleicht mögt ihr Forschung so sehr, dass ihr euch keinen anderen Beruf vorstellen könnt. Vielleicht mögt ihr auch Lehre, also Wissen zu vermitteln. Und irgendwie sieht das so danach aus, dass die Professur jetzt der einzig richtige Weg ist oder der einzig mögliche Weg ist, um so eine Art Karriere zu haben. Genauso ging es mir, als ich mit meinem Master fertig war, war ich irgendwie ziemlich desperate, hier eine akademische Laufbahn einzuschlagen, weil ich halt dachte, so ja, ich kann mir nichts anderes vorstellen, als Professor zu werden. Man ist ja dann auch irgendwie durch Bachelor und Master 5 Jahre lang in diesem System, wo man halt nur von schlauen Leuten umgeben ist, die einen dann vielleicht auch ja inspirieren. Also ich fand viele von meinen Professoren doch sehr inspirierend und ja, da denkt man sich dann halt irgendwann so, pff, eigentlich, das ist mein Traumjob. Nur dann muss man sich irgendwann mit der harten Realität konfrontieren, besonders in Deutschland, dass das ein unfassbar unrealistisches Ziel ist und dass die Chancen gegen euch stehen. In Deutschland ist das System ganz besonders grausam durch das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz, auch WIS-Zeit-VG genannt, wodurch es eigentlich unterhalb der Professur keinerlei Festanstellungen gibt. Sprich, bis ihr diesen Lehrstuhl habt, bis ihr wirklich den Titel Professor habt mit einer Festanstellung, werdet ihr immer nur auf befristeten Verträgen sein. Befristet, 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 befristete Kettenverträge. Ihr müsst dann auch irgendwann umziehen, weil es relativ unwahrscheinlich ist, dass ihr für alle eure befristeten Kettenverträge an der gleichen Universität beschäftigt sein könntet. Und ihr steht in der Zeit unter enormem Zeitdruck. Denn laut dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist es so, dass ihr 6 Jahre Zeit habt für die Promotion und danach habt ihr nochmal 6 Jahre Zeit, um euch weiter zu qualifizieren, um eine Anstellung als Professor zu bekommen. Und wenn ihr das in diesen 6 Jahren nicht schafft, dann fliegt ihr aus dem System raus. Ihr dürft also nicht mehr an einer Universität arbeiten und müsst euch dann was anderes suchen. Und im schlimmsten Fall denken wir mal so darüber nach, ne? 4 Jahre Promotion und dann 6 Jahre eben diese Postdoc-Phase, wo ihr euch dann für eine Professur qualifiziert. Das sind also 10 Jahre, die ihr habt nach Ende eures Masterstudiums. Sagen wir mal, ihr seid dann so 22. Sprich also, ihr seid dann maximal irgendwie 32, wenn ihr fertig seid mit ja, eurer Laufbahn und dann müsst ihr euch im schlimmsten Fall was anderes suchen. Nicht eigentlich im schlimmsten Fall, sondern das muss die allergrößte Mehrheit der Promovierenden machen. Denn wenn wir uns mal anschauen, dass es irgendwie 30.000 neu vergebene Doktortitel in Deutschland gibt pro Jahr, so ungefähr. Und es gibt aber nur 1.300 offene Professuren.
sieht man ja, dass die 28.700 Leute, die müssen dann irgendwie anders unterkommen. Rein rechnerisch stehen die Chancen also extrem schlecht, in Deutschland längerfristig in der Wissenschaft, ja, eine Anstellung zu finden. Und darüber solltet ihr euch ganz frühzeitig im Klaren sein, dass wenn ihr die Wissenschaft so mögt, dass ihr euch nichts anderes vorstellen könnt, denkt darüber nach, dass das nicht heißt, dass die Wissenschaft euch mag. Das heißt also nicht, dass nur weil ihr unfassbar gut seid, viel leistet, ihr habt tolle Publikationen, ihr schreibt eine tolle Dissertation, das heißt nicht, dass ihr eine Stelle bekommt. Es ist dann auch schwierig, wenn ihr eine Promotion habt und dann ein paar Jahre Erfahrung als Postdoc gesammelt habt, irgendwie in der Wirtschaft unterzukommen, weil ihr dann nämlich mit Leuten konkurriert, die schon Erfahrung am Arbeitsmarkt haben. Und Erfahrung in der Wissenschaft wird jetzt nicht immer als Erfahrung am Arbeitsmarkt gesehen. Das heißt dann auch nicht unbedingt, dass ihr ein höheres Gehalt bekommt. Das nur so am Rande. Also dieses, was, ihr solltet das auch nicht so auf die leichte Schulter nehmen, nach dem Motto so, ja, okay, wenn es in der Wissenschaft nicht klappt, dann klappt es vielleicht in der freien Wirtschaft. Das ist auch leichter gesagt als getan. Gerade im jetzigen wirtschaftlichen Klima. Es ist schwierig, einen Job zu bekommen, weil es halt, ja, es gibt halt Bewerber wie Sand am Meer und da habt ihr mit einem Doktortitel nicht unbedingt einen Vorteil. Geld ist auch ein Thema, was sehr wichtig ist. Wenn ihr mit einer Promotion anfangt, ich würde euch auf jeden Fall nur davon abraten, Schulden zu machen, um zu promovieren. Also ich würde auf gar keinen Fall promovieren, wenn das heißt, dass ihr einen Kredit dafür aufnehmen müsst. Sei es jetzt ein Bildungsfonds, sei es ein Studienkredit, eben weil sich das nicht unbedingt bezahlt macht am Ende. Also klar, man kann Spaß haben während der Promotion, man kann viel lernen, aber ihr müsst ja auch irgendwann mal eure Miete bezahlen. Ihr wollt ja vielleicht auch irgendwann mal eine Familie gründen oder ein Auto kaufen oder eine Eigentumswohnung. Und wenn ihr dann quasi noch mehr Schulden anhäuft, nur durch die Promotion, davon würde ich euch tunlichst abraten. Ich würde auch gucken, dass das Gehalt, was ihr während der Promotion bekommt, eure Lebenshaltungskosten deckt, weil wenn ihr dann halt 4 Jahre, 3 Jahre nach Masterabschluss immer noch quasi wie ein Student lebt, da hat man dann irgendwann auch keine Lust mehr drauf. Und vergesst nicht, dass ihr dann im Vergleich zu Leuten, die direkt in die freie Wirtschaft gegangen sind, nach ihrem Master weniger verdient, weniger Rentenbeiträge zahlt, ihr könnt also weniger sparen. Ihr könnt weniger zurücklegen für die Altersvorsorge, ihr könnt vielleicht nicht investieren. Das kann sich dann wirklich rächen, weil es sind halt trotzdem einige Jahre, wo ihr dann eben diesen Nachteil habt und da muss dann nicht unbedingt ein höheres Gehalt später bei rumkommen. Hängt natürlich von der Fachrichtung ab, aber ja, also geht auf gar keinen Fall in die Schulden für eine Promotion. Also das ist dieser Titel wirklich nicht wert. Jetzt kommt eigentlich der für mich entscheidende Punkt und das, was mir überhaupt nicht bewusst war, bevor ich mit meiner Promotion angefangen habe, und das ist das Thema Druck und mentale Gesundheit. Die Wissenschaft ist ein extrem bizarres und sehr grausames Arbeitsumfeld. Das Einzige, was eigentlich zählt, sind Publikationen und Drittmittel. Und gute Connections haben, weil nämlich sehr viel unter der Hand läuft. Wenn ihr eine Karriere in der Wissenschaft anstrebt, müsst ihr von Anfang an eigentlich bereit sein, extrem viel zu arbeiten. Also auch wirklich deutlich mehr als das, was ihr vertraglich vereinbart habt. Also selbst wenn ihr eine 40-Stunden-Woche vertraglich vereinbart habt und dann auch die 40 Stunden bezahlt bekommt, heißt das halt nicht, dass ihr nur 40 Stunden arbeitet, sondern ihr werdet dann wahrscheinlich tendenziell 50 bis 60 Stunden arbeiten. Das ist, was ich in meinem Umfeld sehe, so ziemlich die Norm und das hört auch nie auf. Also das hört garantiert nicht auf in der Postdoc-Phase, wenn ihr dann irgendwie euch von Kettenvertrag zu Kettenvertrag hangelt, wo dann halt, um den nächsten befristeten Vertrag zu bekommen, müsst ihr viele Publikationen haben, denn es ist alles sehr, sehr langwierig. Der Peer-Review-Prozess kann je nach Fachrichtung zwischen 1 und 2 Jahren dauern. Also jedes Projekt, das ihr habt, hat eine enorm lange Durchlaufzeit. Ihr müsst also von Anfang an euch darauf fokussieren, so viel wie möglich zu schreiben, so viel wie möglich zu forschen und habt dann auch nicht unbedingt die Zeit dafür, das alles sehr qualitativ hochwertig zu machen. Je nachdem, an was für einem Institut ihr arbeitet, kann es da auch ein ziemliches Stigma drauf geben, dass man halt nicht so viel arbeitet wie die anderen, weil dann ist man irgendwie nicht
committed genug. Die Wissenschaft ist das Einzige, was zählt. Das ist ja kein Job, es ist eine Berufung. Deshalb ist es ja okay, so viel zu arbeiten. Und es ist sogar notwendig, so viel zu arbeiten. Ja, das kann einen auf Dauer auf jeden Fall in den Burnout treiben. Es kommt sehr, sehr häufig vor, dass Leute während der Promotionsphase oder danach einen Burnout bekommen oder zumindest so viel arbeiten, dass sie wahrscheinlich einen Burnout bekommen werden. Also, wenn ich mir angucke, meine internationalen Kollegen, die in Deutschland arbeiten oder die auch in Österreich arbeiten oder in ganz vielen anderen Ländern, die nehmen fast nie ihre Urlaubstage komplett oder während des Urlaubs nehmen sie halt trotzdem einen Laptop mit und arbeiten an irgendwelchen Studien, die sie gerade noch fertig schreiben müssen oder irgendwelche Drittmittelanträge, die jetzt noch fertig geschrieben werden müssen und zumindest beantworten sie E-Mails von Studenten. Also das hört halt nie auf. Die Arbeit hört nie auf in der Wissenschaft und das ist traurigerweise auch eigentlich relativ notwendig, um eine Karriere darin zu machen. Und das Schlimme ist eigentlich, wenn ihr das alles macht und dann am Ende der Promotion realisiert, so, ach, ich will doch nicht in der Wissenschaft bleiben, dann ärgert man sich, dass man sich diesen Druck nicht hätte machen müssen oder steht dann am Ende mit einer psychischen Erkrankung da, so wie ich und viele andere meiner KollegInnen mit Angststörungen, Zwangsstörungen, eventuell Burnouts, Depressionen. Das kommt häufiger vor, als man denkt, und den Universitäten ist das eigentlich mehr oder weniger egal, weil es sehr normalisiert ist, und es da auch relativ wenig Support gibt. Und ja, wir wissen ja alle, wie schwierig es ist, eine adäquate Behandlung zu bekommen für psychische Probleme. Und ja, da müsst ihr euch wirklich von Anfang an die Frage stellen, wollt ihr euch diesen ganzen Druck antun? Angesichts des unterdurchschnittlichen Gehaltes, angesichts der Tatsache, dass es kaum Karriereperspektiven in der Wissenschaft gibt, angesichts der Tatsache, dass man auch anderswo forschen kann, und angesichts der Tatsache, dass ihr am Ende dann halt eventuell in die Röhre guckt, wenn ihr halt keine weitere Anstellung in der Wissenschaft bekommt, dann entweder nach den 6 Jahren rausfliegt oder ihr zieht selbst die Reißleine. Und müsst dann irgendwie einen anderen Job finden, aber das ist dann nicht so einfach, weil, ne, Leute mit einem Doktortitel haben nicht unbedingt einen Vorteil auf dem Arbeitsmarkt, weil man ja nicht eigentlich keine Arbeitserfahrung hat, so wird das ja oft leider gesehen. Denkt da wirklich gut drüber nach und eigentlich traurigerweise kann ich momentan Leuten nur davon abraten, einen Doktortitel zu machen. Ich finde ehrlich gesagt nicht, dass dieser Titel diesen ganzen Druck wert ist, gerade nicht in Deutschland. In den Niederlanden ist es noch mal etwas anders, aber jetzt auch nicht so enorm anders, dass ich sagen würde, dass man das jetzt hier uneingeschränkt empfehlen könnte. Hier sind die Chancen doch besser, die Perspektiven sind besser, aber das System an sich ist so ziemlich das gleiche. Wir haben die gleichen Probleme mit psychischen Erkrankungen und so weiter. Von daher, rückblickend betrachtet, frage ich mich manchmal, ob ich damit wirklich hätte anfangen sollen, oder hätte ich nicht lieber, nach meinem Master einfach einen Job gesucht. Ich war damals aber wirklich einfach so, ja, desperate und ich konnte mir nichts anderes vorstellen, dass ich glaube schon, ich wäre irgendwie unglücklich damit gewesen, hätte ich mit der Promotion nicht angefangen. Aber jetzt versuche ich halt einfach, Leute ein bisschen aufzuklären und ja, selbst wieder irgendwie zu meinem alten Ich zurückzufinden, und wieder so zu meinem Ruhepol zurückzukehren, was auch leichter gesagt als getan ist. Ich glaube, das war jetzt ein Video mit einem ziemlich deprimierenden Unterton, aber ich kann da leider auch eigentlich nichts Positiveres drüber erzählen. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ich bin auch mal gespannt, ob ihr vielleicht promoviert oder promoviert habt, ob ihr dieses Bild erkennt, dass es einfach so schwierig ist, so viel Druck und ja, dass es am Ende vielleicht nicht wert ist, angesichts der schlechten Karriereaussichten. Ja, lasst es mich wissen und wir sehen uns in einem nächsten Video.